Willkommen zurück beim Terrenkonflikt. Wir sind in Trantor und bevor wir starten, wollte ich noch mal hier reingucken. Ja, Gamma ist ja schon auf 135. Den kann ich noch heller stellen. Na, ich probier's mal. Zur Not mache ich dann in OBS wieder die Aufnahme etwas dunkler. 95%? Ich probier's mal. Ja. So. Wir sind in Trantor. Und liefern Erz. Ach du Scheibenkleister. Davon habe ich gar nicht so viel. Und hier kriege ich 3 Millionen für. Ja, toll. Ich wette, wenn ich es auf dem freien Markt verkaufe, kriege ich mehr Geld dafür. So, da muss ich doch glatt mal gucken. Stationen. Ressourcenproduktion Antigone. Erz. Da habe ich noch 8000 Erz rumliegen. Okay. Die ich im Moment nicht brauche. Siliziummine. Grausamer Vorstoß. Genau, das Erz holt er gerade ab. Gut. Siliziummine. Ionfabrik. Ah, da könnte ich auch noch ein bisschen Erz abzwacken. So viele Ionenkanonen brauche ich nicht. Polarstern. Hat auch noch 4000 Erz rumliegen und langweilt sich. Apropos Polarstern, ich weiß, was ich mache. Omikron. Omikron Lyrae, du müsstest doch eigentlich vor Flakartillerie umkommen. 10 Stück hast du schon. 2 Gauss-Geschütze. Gauss-Geschütz-Munition. Und du hast wie viel Erz? 5000 Erz. Pass mal auf. Ich nehme mal meinen Privatfrachter. Da. Achso, das muss ein 4000er. Hatte ich nicht mal einen größeren Privatfrachter gehabt? Mein Laufbursche. Genau. Das sind 15.000er. Warte mal, wollten die Erz oder Teladianium haben? Die Gona. Teladianium, wa? Ja. Aber die hier wollen Erz. Gut. Dann pass mal auf. Laufbursche. Kommando, Kommandokonsole, Navigation. Spring mal und fliege zu Station Nordstern. Hä? Hieß er nicht Nordstern? Ach, Polarstern. Genau. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Da brauche ich jetzt kein, Ach du Achso, Kanzel. Moskitorakete. Nicht installiert. Waffensysteme. Nicht verfügbar. Dann kriegst du es auf dem Rückweg. Gut. Und ich... Banshee-Rakete. Transferiert. Disruptor-Rakete. Transferiert. Liefere mal das Zeug ab. Davon habe ich noch genug. Gespenster. Gespenst-Rakete. Transferiert. Amahai-Rakete. Transferiert. Hurricane-Rakete. Transferiert. Die hebe ich mal auf. Mantis-Rakete. Transferiert. Partikelbeschleunigerkanone. Transferiert. Poltergeister habe ich noch genug. Okay. Rapierrakete. Transferiert. Tornadorakete. Transferiert. Gut. Dann würde ich sagen, docken wir erstmal ab. Und ich gucke mal, was ich heute mache. Ich wollte ja ein grausamer Vorstoß. Ja.
Ich müsste hier ein paar Geschütztürme aufstellen. Aber dann kaufen die ja kein Alkohol mehr. Ich hoffe, die schießen nicht auf meinen Frachter. Ich lasse das mal laufen. Wenn sie auf meinen Frachter schießen, dann mache ich da großen Prozess draus. Leute, ihr wisst, ihr kriegt hier euren Alkohol her. Und gleich ist er wieder fertig. In 30 Sekunden. So. Eigentlich habe ich ja keine Hauptmission mehr offen. Ach ja, was ich noch zeigen wollte. Im Antigone Memorial. Ich habe hier oben meine Ressourcenproduktion. Ach so, warte mal, jetzt springe ich ja. So, Antigone Memorial. Ich habe hier meine Ressourcenproduktion. Hier oben. Hier stelle ich Mikrochips her. Die ist momentan deaktiviert. Warum eigentlich? Nee, der produziert. Ach so, aber der verkauft sie immer. Und hat schon 8 Millionen. Genau. Und hier ist meine Teladianium-Schmiede. Die stellt jetzt das Teladianium her. Und damit kann ich die natürlich jederzeit abschalten. Und trotzdem habe ich hier noch meine Ressourcen. Ja, und da habe ich erstmal alles, was ich brauche. Energiezellen, Arkenfleisch, Kahuna Fleischblöcke, 50.000. Erz habe ich natürlich genug, Silizium und Kristalle. So. Gut. Westtor. Ich werde euch auch einfach auf die Suche machen nach neuen Aufträgen. Mit der Schatzsuche bin ich jetzt durch. Und ja, mal gucken, was mich erwartet. Vor allem die Spezialding, Final Fury, will ich aber Gelegenheit auch noch machen. Erreiche System, Heimat des Lichts. Oh. Terracorp Haupt. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikationssystem. Nee. Was als ein Pilot? Großartig! Diese Mission sollte ein Kinderspiel für Sie werden. Finden Sie irgendwas davon interessant? Du willst ein Taxi für 200.000. Mm-mm. Nope. Marineinfanterie. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikationssystem. Oh. Benötigen das. Wir werden nun die erwünschten Informationen übermitteln. Nein. Habt ihr nichts Sinnvolles für mich? Finde ich unfair. Das finde ich unfair. So. Leitsystem, der Hub. Ja. Teladianium. Warte mal, 1200 wollen die haben? Wie viel habe ich jetzt in Antigone? 1800. Den Auftrag kann ich klar machen. Den Auftrag kann ich klar machen. Sie sprechen mit dem Automaten. Dazu muss ich den aus Omikron, aus Polarstern, sobald der angekommen ist im Hub, hole ich den zurück und dann fliegt er nach Elysium des Lichts. Dann bringt er das Teladianium rüber. Das mache ich. Das ist eine gute Idee. Dann kann ich das nämlich abhaken. Und dann werden die Gona wahrscheinlich ankommen und sagen, mehr. Du willst aber bestimmt noch mehr freiwillig spenden. Erreiche System. Argon Prime. Argon Schiffswerft. Die kriegen nämlich nie genug. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikationssystem. Gibt es etwas, womit ich Sie kommen, Vigo? Übertrage jetzt die Daten. Sind Sie daran interessiert? 7 Passagiere für 700.000. Für so einen Preis fliege ich doch gar nicht erst los. Sie sprechen mit dem Automatik. Was soll sein, Pil? Verschlüssele jetzt die Daten für die Übertragung. Liefere eine Nova für 2 Millionen. Nova Aufklärer. Warte mal.
Ach so, der will das verkaufen. Ja, vergiss es. Komm, das kannst du mal ganz gepflegt vergessen. Was soll ich denn mit einer Nova? Was machst du hier? Testwarenhändler. Fernkaufmann. Ja. Ja. Oh. Er ist doch gestartet. Freiwillig. Mistral. Du hast keine Waffe? Warte. Jetzt hat er was zu kaufen gefunden. Impulsstrahlenemitter. Transferiert. So, die müssen das eingebaut haben, wa? Ja. Gut. Und jetzt macht er was? Linie der Energie springt er. Kein Ziel. Okay. Gut, dann hängt er einfach nur da rum und hat auf einen guten Job gewartet. Argon Ausrüstungsdock. Damit kann ich leben. Wo ist denn mein Frachter Polarstern? Hallo? Wie viel Zeit muss ich denn noch schinden, damit du hier klarkommst? Ah. Da kommt er rein. Okay. Oh, da muss ich den Satelliten aussetzen, hier oben noch einen zweiten. Mach ich mal gleich. ...190 brauche ich bis dahin. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. So. Erreiche System. Polarstern. Oh, Bauauftrag. Das ist gut. Na klar. Kaum bin ich... Okay, weg ist er. Das finde ich schon besser. So, ein bisschen in die Mitte fliegen. Hier ungefähr, wa? Erweiterter Satellit. Ausgeworfen. Ja. Reimwerk. L. Beta. Ein Reimwerk. Ich will auch gerne ein paar Reime kaufen. Warum sagst... Ach, du bist immer noch nicht ange... Ich dachte, du bist endlich mal da angekommen. Sie sprechen mit dem Automat... Haben Sie etwas zu sagen? Ich habe den per... Übertrage jetzt die Daten. Seien Sie nicht kindisch. Wollen Sie den Job oder nicht? 6 Millionen für eine Split-Impuls-Strahle mit der Schmiede. Eingehende Nachricht. Das soll schwer sein? Warte mal kurz. Kehren Sie zurück zur Terrorkorb. So. Ganz schnell. Neu. Fabrik. Split haben wir gesagt. Impulsstrahlen in Mitterschmiede. Kostet 2,3 Millionen. Das sind 6 Millionen. Nein. So dringend brauche ich es nun auch. Eingehende Nachricht. Endlich. So. 1500 kriegst du rein. Transferiert. Das ist gut. Kommando, Kommandokonsolen. Navigation. Springe in Sektor und fliege zu Station.
Warte, wie weit hast du das? 180 von 2000. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Okay, und ich kehre nach Hause zurück. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%. Genau, dann bringt 30, er heute das Erz 40, beim nächsten Mal Teladian. 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Erreiche System, Trantor. So. Ganz schnell auftanken und dann fragen wir mal die Terrorkorb, was sie zu bieten haben. Andock Autopilot deaktiviert. Zu früh. Jetzt ist richtig. Andock-Vorgang erfolgreich. Willkommen zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. 60 Geschütztürme habe ich mittlerweile. Energiezellen. Energiezellen. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Initiiere Sprung. Sehr gut. Erreiche System. Heimat des Lichts. Morgen. Terrakorp Hauptquartier. Ihr habt einen Helden gerufen. Gut. 1200 Teladianium. So. Was wollt ihr jetzt von mir? Andock-Vorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Verbindung zum Ort. Genau recht. Übernehmen Sie den Auftrag? Transportieren Sie. Benötigt einen sicheren Transport hierher zum Produktionskomplex. Ziel folgende von Produktionskomplex hier folgende Rakete in Argon Prime. Achtung, der Fahrzeugbereich auf Ebene 2 ist ab sofort wegen einer Übung der Stationsfeuerwehr gesperrt. Welcher Wir bitten alle Gäste, die... Ziel folgende Raketen da. Ach, am Nordtor. Okay. Da steht aber jetzt nichts. Welcher Zeug? Genau richtig. Es gibt... Übernehmen Sie den Auftrag? Wichtigen Handelsvertrag. Da steht nicht, Sie brauchen einen TM. Und fliege damit nach Terrorkorb. Für 1 Million. Sprungantrieb wird geladen. Das Millionchen nehme ich mit. 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Erreiche System. Argon Prime. Produktionskomplex leichte Waffen. Alpha. Argon Ausrüstungsdoktor. Heimat des Lichts. Hä? Ach so, richtig, ja. Bing. Produktionskomplex. Ziel folgende Raketen. Alpha. Alpha. So. Ist er dicke? Andock-Vorgang erfolgreich. Okay, ich bin an Bord. Nun bringen Sie mich an mein Ziel. Ach, er ist das. Okay. Abdocken. Heimat des Nichts. Was Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Na, kommt bei Laufbursche heute noch an? Erreiche System. Heimat des Lichts.
So. Auftrag ausgeführt. Und wir haben noch 4 Minuten Zeit. Kristallfabrik. Sie sprechen mit... Gibt es etwas, womit ich habe da... Übertrage jetzt die Daten. Töten Sie einen M2 für 2 Minuten. Millionen. Terracorp Hauptquartier. So. Undock-Vorgang. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Immer wieder gern. So. Nee. Wo war denn der unbekannte Sektor? Ah doch, das ist der. Hä? Eingehende Nachricht. Fliege zu Sektor Trantor? Warum das? Ach, der hat die schon abgeliefert. Springe mal und fliege zu Station Antigone. Andock-Erlaubnis erteilt. Kommando. Terracorp übergibt Ihnen dieses Zeichen der Anerkennung für Ihre anhaltende Mitarbeit. Oh. Danke. Ein Eclipse. 120 Einheiten L. Ein Megajoule-Schild. Ich bin beeindruckt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, da steht es ja. 8 Laser. Ja, gut. 120 schnell. Ja, gut. Meine Begeisterung hält sich ein bisschen in Grenzen. 525 Megajoule-Schild ist gut. Maximal 350 Einheiten. Ist auch ein Prototyp. Werde ich also nicht viel mit anfangen können, außer dass der wieder zu Hause rumgammelt und Luft verbraucht. Das nächste Shuttle zur Planetenoberfläche startet in 7 Misuras von Flugsteig 5. Reisende der ersten Klasse werden gebeten, das Shuttle von Abschnitt 8. Ich würde sagen, ich bedanke mich, aber ich werde das Schiff nicht nutzen. Aber weil es ein Prototyp ist, muss der halt irgendwie in die Sammlung. Sprich, ich werde den auch nicht verkaufen. Ich denke mal, irgendwann werde ich mir einen Hangar bauen oder sowas. Eine große Landestation, wo ich dann die ganzen Prototypen drin sammle. Bis ich irgendwann mal eine Station habe, wo ich Schiffe zerlegen und neu bauen kann. Aber ich glaube, das ist ein Fernziel. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Ja gut. Da waren unsere 1500 Erz nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Erreiche System, Trantor. Und in der nächsten Folge werde ich Teladianium liefern. Immer noch keine Laser. Wie viele Laser willst du denn haben, Mann? Du bist doch kein Fighter. Komm, du hast 2 Laser, das reicht. Hör auf zum Winseln. Eingehende Nachricht. 14.000, alles klar. Apropos, wie viel Geld habe ich denn eigentlich mittlerweile? 117! Stationstrümmer, Kontrollzentrum, okay. Alpha. Ich würde einfach sagen, das mit dem Erz war heute Erfolg genug. Nächstes Mal gibt es Teladianium. Da wäre ich sogar mit den Gonern fertig. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut und genießt den Tag. Und see you later. Undock-Vorgang erfolgreich. Willkommen zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt.